Hallo, schönen guten Tag. Heute wollen wir uns der Frage mal mit wissenschaftlicher Logik widmen, ob Fridays for Future einfach völlig verrückt ist, ob Fridays for Future völlig realitätsfern ist oder was da los ist. Und dem wollen wir uns mal mit wissenschaftlicher und sachlicher Logik nähern. Also, die Fridays for Future skandieren ständig Kohlestopp, hopp, hopp, hopp. Frau Merkel hat ihnen angeboten Kohlestopp 2038. Die jungen Leute sagen, nein, das ist viel zu spät. Dabei ist das Klima dann schon ruiniert sozusagen. Wir wollen mindestens Kohlestopp 2030. Also 8 Jahre früher als Merkel. Jetzt kommen die Scientists for Future 2 und sagen, nein, wir können vielleicht sogar Kohlestopp 2026 schaffen. Und dann sagen die Fridays for Future, nö, wollen wir nicht. Das wirkt erst einmal völlig verrückt, als wäre da was irgendwie, als wäre da jemand geisteskrank oder durchgedreht oder völlig verrückt oder völlig realitätsfern. Gut. Erstmal das. Frau Merkel bietet für den ganzen Klimaschutz so in den nächsten Jahrzehnten, für die nächsten Jahrzehnte an, irgendwas zwischen 50 Milliarden, vielleicht sogar, wenn es ganz hoch kommt, bis auf 100 Milliarden oder 120 Milliarden oder so ungefähr. Wobei ich das noch nicht mal glaube, dass das so viel sein wird, sondern das wird vielleicht am Ende alles deutlicher weniger sein. Man hat ja jetzt gesehen, dass es in dem Bundesrat schon wieder blockiert wurde, sogar das Wenige vom Klimapäckchen nochmal im Moment runter blockiert wurde auf ein Klimabriefchen. Man wird sehen, ob sich das noch ändert. So, und jetzt bieten die Scientists for Future 2 an und sagen, ja, innerhalb von 7 Jahren könnten wir es schaffen, 900 Milliarden fürs Klima zu erwirtschaften, volkswirtschaftlich, durch Reformen, durch eine sanfte Beendigung des Kapitalismus in sanften Zwischenschritten, die auch alle mehrheitsfähig sind. Wie gesagt, die Scientists for Future 2 hatten sich ja dieser simulierten Bundestagswahl gestellt. Und das hatte ja dann erbracht, 56% der Wähler wollen diese sanften Zwischenschritte, die am Ende letztendlich eine Beendigung des Kapitalismus darstellen oder gleich am Anfang schon eine Beendigung des Kapitalismus darstellen und am Ende bei der idealen Gesellschaftsform und Lebensform enden. Ja. Das wirkt jetzt auch wieder. Und dann, wenn jetzt die Scientists for Future sagen, ja, wir bieten diese 900 Milliarden innerhalb von nur 7 Jahren an, das könnten wir schaffen, da sagen die Fridays for Future wieder, ach ja, nee, interessiert uns nicht. Das wirkt auch wieder völlig verrückt, völlig durchgedreht und völlig realitätsfern. Jetzt müssen wir uns aber erklären, so verrückt können doch immerhin Gymnasiasten, so völlig verrückt können die doch nicht sein. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit, vielleicht sind sie irregeführt. Ja, denn also eine Woche schneller als die Scientists for Future 2 waren ja die Scientists for Future 1, also die Scientists for Future. Ja, die waren ja ein, 2 Wochen schneller als die Scientists for Future 2. Und vielleicht ist das Problem, liegt das Problem darin, dass es also nicht eine völlige Verrücktheit ist, sondern dass man nur einfach auf falsche Ratgeber hört. Vielleicht hat man einfach irgendwie, haben einige der Scientists for Future, das kann ich jetzt nur spekulieren, behauptet, die Scientists for Future 2 seien nicht herausragend kompetent genug, um diese 900 Milliarden zu erwirtschaften und den Kohlestopp 2026 zu schaffen. Jetzt prüfen wir das doch mal. Jetzt gehen wir doch mal da sachlich ran. Wer sind die Scientists for Future 1? Das ist eigentlich nur eine Unterschriftenliste von, sagen wir mal, 30.000 Menschen in Deutschland und vielleicht noch ein paar Schweizer und Österreicher dabei.
Jetzt gucken wir uns das doch mal an. Wie viele Wissenschaftler haben wir denn in Deutschland? Hier seht ihr das vor euch. Wir haben in Deutschland 2016 hatten wir 9,2 pro 1000, sagen wir mal ganz einfach, um es einfach zu machen, 10 von 1000 Beschäftigten sind in Deutschland Wissenschaftler. 10 von 1000 gibt einen von 100. Also 1% aller Beschäftigten ist in Deutschland Wissenschaftler. Wie viele Beschäftigte haben wir? 2018 hatten wir 44,8 Millionen Beschäftigte. Wenn davon 1%, 10% wären 4,5 Millionen und 1% sind 450.000. Das heißt, wir stellen fest, ich mache diese Seite zu, wir haben in Deutschland, allein in Deutschland, 450.000 Wissenschaftler aktuell. Davon haben lächerliche 30.000 unterschrieben und dabei waren noch Österreicher und Schweizer dabei. Sagen wir, es waren vielleicht 25.000 Deutsche. Ja, also wir haben von 450.000, 45.000 wären 10% aller deutschsprachigen Wissenschaftler und 25 sind so ungefähr 5% aller deutschsprachigen Wissenschaftler. So. Was ist jetzt aber mit den 95%, die nicht unterschrieben haben? Vielleicht sind das die viel kompetenteren. Also das heißt, auf 5% aller deutschen Wissenschaftler zu hören und sich von denen ausreden zu lassen, ein 900 Milliarden Angebot anzunehmen, eine sanfte Beendigung des Kapitalismus, was von vielen Jugendlichen ersehnt wird, und einen Kohlestopp 26, der von allen Fridays for Future Teilnehmern ersehnt wird, abzulehnen, nur weil man auf den Rat von 5% aller Wissenschaftler in Deutschland hört. Wieso kommt ihr auf die Idee, könnte man jetzt Fridays for Future sagen, dass es sich hier um die 5% besten Wissenschaftler handelt und nicht um die 5% schlechtesten Wissenschaftler von Deutschland? Wie kommt ihr auf so eine Idee? Könnte man jetzt fragen. Ja? So, dann machen wir das hier zu. Das war also schon ziemlich verrückt. Ne? So, soweit. Dann, jetzt gehen wir mal da weiter. Die Gaußsche Normalverteilung ist in der Wissenschaft eine der wichtigsten Sachen. Jeder Gymnasiast sollte sich damit eigentlich hundertprozentig auskennen. Sonst ist unsere Schulbildung einfach katastrophal, wenn solche Dinge noch nicht vorliegen. Das bedeutet also jetzt so, wenn man jetzt mal überlegt, es gibt noch ein Argument. Also stellen wir uns jetzt vor, 30.000 Menschen unterschreiben etwas. 30.000 Menschen werden nie etwas unterschreiben, also zum Beispiel jetzt alle Eigenschaften im Leben verteilen sich normal. Also wir haben in Deutschland, ich bin jetzt mit der Maus hier, guckt auf die Maus, auf die Hand. Wir haben in Deutschland sehr wenig Menschen, die nur 1,30 groß sind als Erwachsene. Wir haben sehr viele Menschen, die vielleicht so, ich schätze mal so 1,70 bis 1,75 vielleicht groß sind oder 1,70. Wenn man die Frauen mit reinbezieht. Und wir haben ganz wenige Menschen, die 2,30 Meter groß sind. Genauso haben wir eben ganz wenige Menschen, die ganz schlechte Schulnoten haben. Wir haben ganz wenige Menschen, die einen ganz niedrigen Intelligenzquotient haben. Und wir haben ganz wenig Erwachsene, die ein sehr kleines Gehirn haben. Und wir haben ganz wenig Menschen, die, was wir leider nicht messen können, eine ganz geringe Lebensklugheit haben. Und wir haben eben mittelmäßig viele, ziemlich viele durchschnittliche Menschen und wir haben ganz wenig
Menschen mit sehr guten Noten, Universitätsnoten und so weiter, sehr guten Noten, und wir haben nur ganz wenig Menschen mit sehr hohen Intelligenzquotienten und mit sehr hoher Lebensklugheit und mit einem sehr großen Gehirnvolumen. Das Gehirn schwankt angeblich bei Erwachsenen in Deutschland von ungefähr 0,9 Liter, ich kann das nicht nachprüfen, 0,9 Liter bis auf 2,0 Liter ungefähr. Und der Durchschnitt läge dann, im Moment sagen wir, dass der Durchschnitt so auf der Weltbevölkerung bei 1,35 Litern liegt. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Und jetzt, wenn wir 30.000 Menschen haben, die etwas unterschreiben, also die ihre Hand für etwas in Feuer legen, dann werden diese 30.000 durchaus bis hierhin reinreichen. Also diese Normalverteilung, wenn sie nur 20 Leute haben, dann ist die Möglichkeit, dass die 20 etwas befürworten und ihre Hand für etwas ins Feuer legen, bei 20 ist es immerhin möglich, dass es sich um die Besten handelt. Aber es könnte sich auch bei den Scientists for Future 2, also 24 Professoren und Doktoren, die für etwas bis zum gewissen Grad ihre Hand ins Feuer legen, zumindest für eine Grundidee der Veränderung unserer Systeme, nämlich die präventive Grundidee, Systeme zu verändern. Ja, das könnten jetzt nun zum Beispiel die unfähigsten Professoren oder unfähigsten Menschen der Gesellschaft sein, oder es könnten eben auch die Besten sein, also die neuen Galileis. Ja, das ist alles möglich. Aber bei 30.000 ist es eigentlich nicht möglich, dass es die neuen Galileis sind, weil die 30.000, das reicht schon relativ weit bis hier rein in der Normalverteilung. Und 30.000 Menschen werden ihre Hand nur für etwas ins Feuer legen, was sie auch ausreichend verstehen und wo sie sich ausreichend sicher fühlen. Und das ist nicht, zu keiner Zeit hatten wir, ich gehe jetzt mal hier drauf, zu keiner Zeit hatten wir 30.000 Menschen, die wirklich ihre Hand ins Feuer gelegt hätten für die Idee von Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Gregor Mendel, Wallace und Darwin. Und wenn wir jetzt die nächsten Galileis hätten, jetzt oder die nächsten Darwins, wie ihr wollt, dann werden das auch wieder nur eine kleine Gruppe von Leuten sein. Und 30.000 Menschen haben sich nie wenn gerade eine neue Idee in der Wissenschaft aufgekommen war, gab es nie 30.000 Menschen, die dafür ihre Hand ins Feuer gelegt haben. Es ist was ganz anderes, ob sich Millionen von Menschen irgendwie überreden lassen, etwas zu wählen, weil sie es so halbwegs verstehen und halbwegs gut finden. Aber hier haben ja bei Scientists for Future 1 immerhin 30.000 Menschen unterschrieben und also irgendwo auch ihre Hand dafür ins Feuer gelegt. Und da ist jetzt der Punkt, 30.000, schauen wir uns nochmal die Normalverteilung an auf Wikipedia hier. Das heißt, es ist immer so, dass bei 30.000 müssen es auch eine ganze Menge Wissenschaftler mit etwas geringerer Intelligenz und mit geringerem IQ und mit geringeren Schulnoten und Wissenschaftsnoten und so weiter sein, die da mit unterschrieben haben. Und die müssen das ja auch noch verstanden haben und dann auch noch ihre Hand dafür ins Feuer legen können. So müssen wir davon ausgehen, dass also die Scientists for Future 1, das also eigentlich logisch feststellt, das können nicht die besten Wissenschaftler der Erde sein, weil es dafür zu viele sind. Weil wenn viele etwas unterschreiben und ihre Hand für etwas ins Feuer legen, dann legen die nie für die Spitze der Wissenschaft ihre Hand ins Feuer, weil sie das gar nicht verstehen.
sondern sie legen für etwas, was irgendwo da, was sie noch gerade so verstehen können. Also eigentlich muss das Niveau, das Denkniveau dessen, was sie mit ihrer Unterschrift, wofür sie die Hand ins Feuer legen muss, ungefähr hier sein. Also ziemlich weit weg von der Spitze der Klugheit und der Spitze des Denkens und der Spitze der Weltwissenschaft sozusagen. Hiermit ist eigentlich logisch bewiesen, die Scientists for Future 1 können definitiv nicht die besten Wissenschaftler der Erde sein. Sie müssen jetzt nicht unbedingt die schlechtesten Wissenschaftler der Erde sein, aber sie können auf keinen Fall die besten sein, denn dafür sind sie definitiv, haben zu viele Leute da ihre Hand ins Feuer gelegt und also haben sie das, müssen sie ja da was von verstehen, sonst hätten sie ihre Hand nicht ins Feuer gelegt, sie haben schließlich ihren Ruf dafür riskiert und so weiter. Und das während bei den Scientists for Future 2 ja nur 24 Professoren und Doktoren insofern ihre Hand dafür ins Feuer gelegt haben, dass sie auch, wenn jetzt alles falsch wäre, was die Scientists for Future 2 sagen, dann würden sie sich ja da auch ihren Ruf schädigen und so weiter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Scientists for Future 2 die Spitze der Welt sein könnten, ist viel größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Scientists for Future 2 mit ihren 30.000 Leuten, dass die Inhalte mit der Weltspitze was zu tun haben könnten. Soweit also klar. Also liebe Fridays for Future, vielleicht hört ihr da einfach auf, ja, durchschnittliche Wissenschaftler, die vielleicht gar nicht die Spitze der Welt sind. Ne? Und das würde dann erklären, wenn ihr dann auf solche Leute hört, würde natürlich erklären, dass ihr dann solche verrückten Entscheidungen macht und den Kohlestopp 2026 eben nicht annehmt. Jetzt gehen wir noch mal ein Stück weiter. Ich gucke gerade noch mal hier, was hier steht. Nee, das brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir mal hier drauf. Wir gehen jetzt erstmal hier drauf. Wir googeln jetzt, also gehen jetzt mal auf die Homepage. Wir googeln auf nach zweites Scientists for Future, egal die kurze Version oder die lange Version, Google. Und dann gehen wir auf die Seite, die Homepage. Dann gehen wir auf der Homepage auf, entweder gehen wir einfach auf Sammlung wichtiger Links und dann gehen wir auf die Professorinnen oder wir hätten auch hier auf die Professoren gehen können, ist egal. Ja? So, Quellenverzeichnis, Literaturverzeichnis. Das heißt, die Scientists for Future 2 bekennen sich ganz offen, hier steht es, zuallererst. Und vor allem ehren wir erst einmal denjenigen harten Kern an wissenschaftlichen Riesen, auf deren Schultern wir alle stehen und ohne die wir alle nichts wären. Ja? Kopernikus, Kepler, Galilei, das sind die ganz großen Namen der Wissenschaft. Und das bedeutet natürlich etwas, wenn das heißt, also die Scientists for Future 2 berufen sich auch wirklich und folgen auch und verstehen sich als in der Tradition stehend von Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, Gregor Mendel, Alfred Russel Wallace, das ist der zweite Darwin, und Sir Charles Darwin, der berühmteste Evolutionsbiologe weltweit. Gut, aber gut, das muss jetzt nicht viel heißen. Es bedeutet nur, dass also diese Professoren sich nicht wagen werden, etwas zu vermelden oder etwas zu äußern, was in irgendeiner Weise einem dieser Genies der Wissenschaft widersprechen würde. Das grenzt schon mal den Fehlerspielraum der Scientists for Future 2 schon mal gewaltig ein. Jetzt gehen wir mal weiter. Sie beziehen sich auch auf Professor Stephen Hawking, den wohl bekanntesten Physiker, der erst vor kurzem verstorben ist, und auf den berühmtesten Biologen der Jetztzeit, Professor Richard Dawkins, solltet ihr mal googeln. Also auch die Scientists for Future 2, da sind also offensichtlich Wissenschaftler dabei, die sich auf diese Riesen der aktuellen Wissenschaft beziehen, sozusagen. Und so geht es immer weiter. Professor Michalsen ist der bei Markus Lanz gewesen, also einer der wichtigsten naturheilkundlichen Mediziner Deutschlands. Hier Professor Rudiger ist sogar ein aktives Mitglied, Beirat der Gesellschaft für Prävention.
Friedensforscher, ist auch ein Bundesverdienstkreuzträger, ist auch ein aktives Mitglied der Scientists for Future 2. Aber wir wollten ja darüber sprechen, auf wen die sich beziehen. Friedemann Schrenk ist der berühmteste Paläoanthropologe in Deutschland, überall im Fernsehen bekannt, lauter Fernsehsendungen, ZDF, Dreisat und so weiter. Darauf beziehen sie sich also. Das heißt, man könnte die Scientists for Future dann festnageln, ja, wenn ihr auch nur irgendwas sagt, was grundsätzlich den Erkenntnissen von Professor Schrenk widerspricht, dann ja, das werden sich die Scientists for Future nicht nachsagen lassen. Wir, die Scientists for Future 2, orientieren die sich ganz streng an den neuesten Stand der Paläoanthropologie. Und weiter geht's. Dann sind hier so Namen, ja, die kennt ihr vielleicht jetzt nicht, das ist der Leibarzt von Bill Clinton, naja gut, das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Aber zum Beispiel Professor Volker Sommer und Professor Eckhard Wohland sind die beiden höchstrangigen deutschen Evolutionsbiologen, die in der Tradition nicht nur von Professor Christian Vogel, sondern auch in der Tradition des Nobelpreisträgers Konrad Lorenz stehen. Sehr berühmt war auch Eibel Eibesfeld, leider auch schon wieder verstorben vor einiger Zeit schon. Und Klaus Leitzmann ist der wichtigste Ernährungswissenschaftler Deutschlands. Also man sieht, dass die Scientists for Future 2 sich da auf lauter, Professor Franz de Waal ist der wichtigste Bonobo- und Schimpansenforscher und auf den beziehen sich die Scientists. Also hier, wenn man sich auskennt in der Wissenschaft, Albert Bandura ist einer der wichtigsten Psychologen der Menschheit und so weiter. Also Skinner ist auch einer der wichtigsten Psychologen der Menschheit und so weiter. Also wenn man diese ganzen Maslow, die Bedürfnispyramide und so weiter, all die Leute, auf die sich hier die Scientists for Future 2 berufen, sind die Creme der Creme der weltweiten Wissenschaft. Und jetzt ist es ja nicht so wahrscheinlich, dass die Scientists for Future sich darauf beziehen und nichts davon verstehen, ja? Sondern es ist eher wahrscheinlich, dass die sich von diesen besten Wissenschaftlern der letzten 1000 Jahre ganz viel abgeschnitten haben und sich ganz streng auch irgendwie an diese besten Wissenschaftler der Erde, an diesen orientieren und sich danach ausrichten und ihre Behauptung, dass sie eben den Kohlestopp 26 schaffen könnten statt 38, eben auch auf all diesen wissenschaftlichen Riesen fundiert ist und auch von diesen her abgeleitet ist. Jetzt, insofern klingt es wieder ziemlich verrückt, wenn dann die Fridays for Future den Kohlestopp 26 nicht annehmen, sondern sich mit allen möglichen anderen Leuten in der Öffentlichkeit assoziieren, aber nicht kooperieren mit den Scientists for Future 2. Gut, jetzt kann ich das wieder schließen, ja. Und was fehlt jetzt noch? Also, letztendlich nur das Resümee. Wenn also der Fehler oder das Problem darin liegt, dass sich die Fridays for Future von den Scientists for Future 1 beraten haben lassen, die Scientists for Future 2 nicht ernst zu nehmen, dann ist es so, dass wir jetzt quasi bewiesen haben, dass einigermaßen durchschnittliche Wissenschaftler über Wissenschaftler urteilen, die sich ganz streng an der Creme de la Creme, also an den absoluten Spitzenwissenschaftlern der letzten 1000 Jahre orientieren und alles, was sie machen, davon abgeleitet haben. Und vor allem sind die Scientists for Future 2 nicht so viele, dass man sagen muss, oh, die müssen Durchschnitt sein, weil sind auch ganz viele durchschnittliche Wissenschaftler dabei, sondern die Möglichkeit ist immerhin gegeben statistisch und von der Normalverteilung her. Nochmal zurück zur Normalverteilung.
von der Normalverteilung her ist die Möglichkeit gegeben, dass die Scientists for Future 2 möglicherweise tatsächlich die neuen Galileis sind. Ich bin ganz sicher, dass sie es sind, ja. Aber das muss ja nicht jeder teilen. Man kann das ja, die Wissenschaft besteht ja daraus, alles zu hinterfragen und bei allem skeptisch zu sein. Ja, aber möglich ist es, dass es sich um die Galileis handelt. Jetzt gucken wir uns mal an, wie jetzt die Wahlentscheidungen sind, wie es mit den Wahlen zugeht. Erst einmal stellen wir fest, etwa 40% der Bürger nehmen gar nicht an Bundestagswahlen oder so teil. Vielleicht sogar ein bisschen weniger manchmal, aber sagen wir mal, 40% nehmen gar nicht an Wahlen teil. Natürlich sind auch einige dabei, einige kluge Menschen dabei, die nicht an Wahlen teilnehmen, aber das sind relativ wenige. Die Masse der Menschen, die nicht an Wahlen teilnimmt, ist politisch desinteressiert und ist auch vom Bildungsniveau und von der Klugheit her eigentlich auch im unteren Bereich mehrheitlich anzusiedeln. Also schneiden wir schon mal von der Bevölkerung diesen Teil hier nach unten hinweg. Die nehmen sowieso nicht an Wahlen teil. Ja? Übrig bleiben uns 60% der Bevölkerung, die sich überwiegend in diesem Bereich ansiedeln, die mehrheitlich zur Wahl gehen. Davon braucht man, wenn man also regieren will, braucht man 51%. Also man braucht letztendlich gerade mal 31% der deutschen Bevölkerung, die 31% klügsten und gebildetsten, muss man halbwegs mitnehmen. Und das ist natürlich schwierig, denn wenn die Scientists for Future 2 wirklich die neuen Galileis sind, dann ist es unheimlich schwer, Leute zu kriegen, ihre Hand für deren Ideen ins Feuer zu legen. Das ist ganz schwierig. Warum dann aber 56% der Wählerstimmen für die Konzepte der Scientists for Future 2, für deren Reformmodelle, für deren Grundansatz eines Präventivdenkens in der Gesellschaft und so weiter und in diesem Sinne eine Beendigung des Kapitalismus, der eben nicht präventiv geschaltet ist? Wie erklärt sich das? Ja, es erklärt sich damit, dass Wähler ihre Hand für nichts ins Feuer legen. Die Wähler wählen, das ist völlig anonym, dass sie wählen, und wenn sie nur den Eindruck haben, dass etwas halbwegs neu und halbwegs vernünftig ist und halbwegs vielversprechend klingt, sind viele Wähler bereit, man denke nur an die AfD, wo viele Leute bereit sind, ihre Wahlstimme zu geben, obwohl da noch nicht mal ein ausgereiftes Wahlprogramm vorliegt, sozusagen, einfach nur, weil die Leute wollen, dass was anders wird, und wenn es nur halbwegs gut oder überzeugend klingt, sind sie sofort bereit, das andere zu wählen, weil das Alte kennen sie schon und sie wissen, dass es nicht gut ist. Und deswegen sind relativ schnell 56% der Wähler, also 31% der deutschen Bevölkerung, bereit, mal auch die Stimme anonym einfach mal was Neuem zu geben. Von daher ist es möglich, dass der Ansatz der Scientists for Future 2, obwohl es die neuen Galileis sind, trotzdem, da die es offensichtlich ganz gut verständlich rüberbringen können, trotzdem dann von 31% der deutschen Bevölkerung gewählt werden. Und das bedeutet dann, dass sie 51% der politischen Kraft dann stellen würden. Ja? Also von daher kann ich nur sagen, liebe Fridays for Future, wenn ihr also nicht völlig verrückt seid, weil ihr doch eigentlich viele von euch relativ fitte Gymnasiasten sind, also wenn wir davon ausgehen, dass ihr nicht völlig verrückt und durchgedreht seid und also nicht zu diesem Teil der Gesellschaft gehört, dem man das zutrauen würde, völlig verrückt und sein, sondern dass ihr euch irgendwo auch hier bewegt, ja, wenn ihr auch bis jetzt natürlich noch eine sehr schlechte Allgemeinbildung habt und noch gar keine wissenschaftliche Ausbildung habt, aber von der Klugheit vielleicht seid ihr vielleicht irgendwo hier angesiedelt. Ja, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr euch einfach den Fehler gemacht habt, blind auf 30.000 Scientists for Future 1 zu vertrauen,
von denen wir aber nachgewiesen haben, dass es sich eher um tendenziell durchschnittliche Wissenschaftler handelt, vor allem auch, weil es sich ja nur um 5% aller deutschen Wissenschaftler handelt und es keinerlei Garantie gibt, dass diese Wissenschaftler nicht möglicherweise sogar zu den schlechtesten Wissenschaftlern Deutschlands gehören könnten, zu den 5%, und dass die 95% Klügeren einfach gar nicht unterschrieben haben, weil sie nicht bereit waren, ihre Hand ins Feuer zu legen für Wissenschaftskollegen, die nicht so herausragend kompetent sind. Also das, von daher würde ich also ganz vorsichtig sein an eurer Stelle, würde das nochmal überdenken. Und ich habe jetzt mit diesem Beitrag nachgewiesen, logisch zumindest mal veranschaulicht und verdeutlicht, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass die Scientists for Future 2 die neuen Galileis sind, besonders da sie sich ja auch auf die Besten der letzten 1000 Jahre der Wissenschaftler beziehen und es nicht wagen werden, Meinungen zu vertreten, die nicht zu 100% mit diesen Spitzenwissenschaftlern deckungsgleich sind. Und von daher also bitte, liebe Fridays for Future, überdenkt eure Entscheidung. Ich bin sicher, es war eine Fehlentscheidung, den Scientists for Future 1 blind zu vertrauen in einer so wichtigen Entscheidung, ob man einen Kohlestopp 2026 Angebot und ein 900 Milliarden 7 Jahre Gesamtangebot ablehnt, einfach so. Überdenkt diese Entscheidung. Ich bin sicher, das war eine grundsätzliche Fehlentscheidung. Und ich denke und hoffe, ihr seid nicht einfach verrückt, sondern ihr habt einfach auf das falsche Pferd gesetzt. Und bitte setzt jetzt endlich auf das richtige Pferd, bevor eure Chancen vorbei sind und bevor die Journalisten euch nicht mehr ernst nehmen oder sich nicht mehr für euch interessieren. Die Zahl der journalistischen Berichte hat abgenommen in den letzten Monaten, die Zahl der Streikteilnehmer hat abgenommen in den letzten Monaten. Reagiert nicht zu spät. Setzt auf die Scientists for Future 2, auf die Scientists for Future 1 habt ihr gesetzt und die politische Reaktion war, in der Bevölkerung ergab sich keine Mehrheit für die Scientists for Future 1 Vorschläge. Jetzt habt ihr die Chance, noch die Scientists for Future 2 Vorschläge in die öffentliche Diskussion hineinzubringen. Und dann wird sich zeigen, ob es da dann diese 56% der Wählerstimmen gibt, also 31% der Bevölkerung davon überzeugbar sind oder nicht. Ihr habt aber kein anderes Angebot. Und ihr habt jederzeit jetzt die Chance, die Journalisten warten darauf, dass etwas Neues von euch kommt. Also, und wenn das dann doch nicht der richtige Weg wäre, ihr habt auch danach noch die Chance, noch auf ein anderes Pferd zu setzen. Aber stur bei dem Scientists for Future 1 Pferd zu bleiben, wäre jetzt ein gewaltiger Fehler. Also bitte, macht diesen Fehler nicht an und setzt jetzt einfach mal für 4 Wochen auf das Scientists for Future 2 Pferd. Bis bald. Tschüssi.